Idee. Ja. Kairos. Kann euch schaden, oder? Und die Gauss reicht über die ganze Map. Und fehlt 5 Punkte, bitte. 5! 5! Wie schade. Kobi, sei solidarisch. Jetzt! 5! Noch etwas mehr Solidarität. Ich kann nicht kürzer tippen. Ja, okay. Ich hab mir auch Mühe gegeben. Aber dass ich auf 2 gekommen bin, war doch schon mal Anfang. Ja, nervt nicht. Wer nervt denn hier? Doch wohl nicht ich. Markus, wer nervt hier? Simon. Tja. Sollte ich anfangen, nachtragend zu werden? Ihr bringt mich zum Grübeln. Wem willst du denn was nachtragen? Bist du wohl das Grübelmonster? Ernst nehmen kann man euch auch nicht. Diese Pants. Oh mein Gott. Das war dein eigener. Also genieß die Schmerzen gefälligst. Genau deswegen. Grübelmonster. Verstehe ich nicht. So, ich 18 mach da davon, 6 davon. Ich geh auf die Spucke. Was wird das hier oben eigentlich? Für eine Plattform-Variation. Ja, oben rechts. Da stehen wir unglaublich sinnvoll. Bildumleiterei zur Verzögerung. Ja, warte, die stehen falsch. So ist gut. So. Was? Das macht's viel besser. Gute Nacht, Simon. Gute Nacht. Das ist ja so ein großes Quadrat. Was macht dieses Quadrat dann? Warum ist das da? Nein, das passt so. Was für ein großes. Das habe ich mit Simon letzte Runde schon besprochen. Das passt. So. Ja, genau. Noch besser. Achso, Moment. Tada. Oh, da ist sogar ein Muster drin, sehe ich gerade. Ja. Boah, schon heftig. Nächste Runde müssen wir dann Smiley reinmalen. Oder 2. Oh, geil. Oh, geil. Ah, dieser Schaden. Ja. Boah, hast du es gesehen? Hab ich. Gerade so noch. Alter. Da hat gerade 20 Spucker auf einmal zerfällt. Wie denn das? Ja, Flächenschaden. Ich hab nur Flächenschaden benutzt. Ah. Okay, das ist eine selten dämliche Stelle. Und deswegen sind die hier mitgekommen, weil die einen so leicht in der Plattform hauen können. Ja, drehen um, genau. Hier geht man nicht so nah an die Viecher ran. Aber ich bin Nahkämpfer. Ja, ich bin Nahkämpfer. Ja, Pech. Nein, Mighty Time. Perfekt. Mann. Ist doch auf, mein Smiley zu ruinieren. Auf der Karte sieht es ganz gut aus. Ja. Okay. Mach mal oben auch. Ah, ne, wir haben den Chef gehört. Ne, da hinten in die Ecke muss noch einer. Ne, vielleicht sollten wir wirklich mal einen Weg bauen, weil jetzt kommen hier auch Kampfläufer raus. Wir haben die Macht des Smileys. Markus, bitte. Ich will diese Map nicht nochmal machen müssen. Seriously?
Da, dann bau mal. Das ist so eine schöne Map, eigentlich. So, was könnten wir noch gebrauchen? Gaushammer, Gatling, Kanone. Ich hab schon alles gebaut. Jo, ich hätte noch einen Drohnenturm angebaut. Haben wir einen Fokus? Ja, können wir mal machen, ne? Ich bin so leise geworden übrigens. Ach ja. Ja, ja. Aber. Minen? Okay. Ja, bau mal einen Drohnenturm. Du wirst dieses Geld nie zurückgehalten. Ein Bock ist das da. Da braucht man eine vernünftige Zoom-Funktion, nicht nur die von der Waffe. Das ist ja voll toll. Ja, das wäre echt cool. Was? Ach, ich habe gerade die Plattform gesehen, wie die von ganz oben runterfallen. Hab ich was ist das? So, wenn man mal im Himmel schaut, dann fliegen die einfach aus dem Nichts raus. Ja. Ja, die werden hergewählt von unserem Schiff. Und vor allem ruckeln die, wenn wir runterfallen. Das sollten sie eigentlich nicht. Doch, bei mir fallen sie ist flüssig. So, das ist so eine Meter, wie ich damit aufkomme, wenn ich Ideen habe. Deswegen baue ich sowas selber nicht. Es gibt schlechtere. Vertretbar, ja. Ja, der Smiley zum Beispiel. Okay, ey, der Smiley ist immer noch das Beste, ja. Ich habe gerade die Minen ausgewertet. Hört auf bereit zu gehen, wenn ich noch Punkte habe. Vielen Dank. Kann ich mich noch was bauen? Was ist bauen? Was bauen? So ein Bauhaus. Ein Bauernhaus, okay. Nein. Ein Bauernhaus. Ist cool, wenn man sowas bauen kann. Ne? Ich finde schon, dass meine Waffe leuchtet. Ich mag auch leuchtende Waffeln. Ja, die sind besonders lecker, ne? Ja. Na, den Blau nicht so ganz. Die leuchten aber, glaube ich, nicht. Och, ist du eine Ahnung, was für die leuchtet es nicht. Ich lass mal die Läufer zu euch schicken. Also ja, ist nicht weiß, dass man kommt noch davon. Ja, genau, deswegen habe ich hier noch ein bisschen mehr. Bonusmäßig. Sau. Und wieder sterben und alles Mögliche. Ja, genau. Lass mich dich im Nacken schießen. Jo. Also ein bisschen was Akupunktur, kein Schaden. Ein Wunderwirkung sowas, ne? Ja. Vor allem mit blauen Energiepfeilen. Mir sicher, irgendwo müssen die Schranken mal wieder aufgeladen werden. Alter, ich hätte einfach in jedem Turm hängen geblieben, ne? Wie hatte ich den letzten Treffer jetzt? Ich weiß nicht, eigentlich war es ja meiner.
Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich habe 5 Sekunden vorher aufgehört zu ballern und trotzdem kam die Meldung. Ich habe 10 Sekunden vorher aufgehört zu ballern, weil ich überall drin stecken geblieben bin. What the fuck? Bau einfach die ganze Plattform an. Kannst du besser als ich. Nö, die ist schon okay. Bin ich jetzt auch zu voll zu. Aha. Ich baue lieber noch einen Block an eine sehr nützliche Stelle. Dann in die Ecke. Ja. Oder vielleicht doch eher hier. Not enough tower bases. So. Ja, komm, halt mal den wieder. Was brauchen wir denn außer den Türmen? Eigentlich ja nichts, ne? Also ich alles verdoppeln und verdreifachen. Also nochmal Fokus und Rakete und Gauss. Okay. Also hauptsächlich immer Rakete, weil Fokus haben wir schon zweimal. Achso, ich kann auch mal eine Rakete anfangen. Fokus und Gauss in der Reihenfolge. Naja, Geld ist gern gesehen, um Raketentürme zu setzen. Okay. Da steht die Amp, da steht der F und dahin. Na, ich weiß. Was? Nein, wir wollen noch keine weitere Gauss-Stellen haben. Nächste Runde. Doch, eine zweite Gauss. Ja. Erstmal schauen, wo was rauskommt. 12 davon. Geh einfach mal westlich zu den Blisky Blasky. Ich geh zu den Rennern hier. Den okay, Rhinos. Ich zu Markus. Yes. Mach die Krieger. Ach ne, jetzt greifen sie mich an. Bleibt weg, ihr doofen Krieger. Oh. The Sun Rhino. Hochfeld kurz runter, das sah auch nett aus. Schwemme! Gebucht. Gebucht? So, das schon wieder. Sinnvolle Türme platzieren, in sinnvollen Orten. Ja, aber du machst es immer so schief. Ich verstehe nicht, warum das schief sein muss. Weil gerade langweilig ist. Nein, gerade triffst du die Gegner viel leichter. Du machst es dir nur schwerer. Ja, aber gerade so Rhinos kriegst du da wunderbar mit verlangsamt. Ja, wann kommen denn schon mal Rhinos? Letzte Runde? Ja, letzte Runde ist schon ewig her. Ja.
Ach so, es ist Zeitlimit. Ja, habe ich gar nicht an der Runde gesagt. Na gut, dann platzen wir noch nicht aus. Lol. Ich habe mich selbst irgendwie durch die Wand geschossen, an deren Rücken ich mich befand. Also, zu der ich mir im Rücken stand, wollte ich sagen. Ah ja. Toll, oder? Du jetzt schon, oder wie? Was ist? Reimst du jetzt schon? Ja. Nein. Aber das hat jetzt nicht gereimt. Ja, er reimt, nicht ich. Ich bin noch normal. Manchmal das Kollektiv mal geil. Kollektive Reimverein. Oh, so hat sich gereimt. Naja, das war ein sehr unreiner Reim. Ach, wie die halt schmelzen, die Schwämme beim Fokus. LOL! Gibt nichts Schöneres als diese scheiß Map, die so unglaublich gesichert ist, wenn es überall runterfällt. Ich kann mich hier umstehen. So. Spucker, Krieger, Läufer. Der Spawnpunkt ist echt für den Arsch. Ja. Was passiert, wenn die Minen vom Band runterfallen? Dann sind sie runtergefallen. Nein. Also ins Band nudeln. Die hovern einfach gerade so über dem Boden. Werden deswegen vom Band nicht berührt, weil es Antigravitationsminen sind. Offenbar. Ah, deswegen bleiben sie auch auf meinem Kopf, wenn ich sie darauf stelle. Ja, das könnte da liegen. So leicht. Oder die haben einfach nur ein großes Klebepad an der Oberseite. Ja, gerade dann müssen sie am Laufband haften bleiben. So. Ne, so machst du wenigstens. Wieso? Weil du sie direkt zum Auskommen lockst. Ja, wenn du ein bisschen was dabei baust, dann kann man die direkt runterleiten. Ja, so geht's auch. Ich hätte es halt jetzt einfacher gemacht, aber wenn du schwer haben willst. Wenn man noch ein bisschen was dabei baut. Ich dachte eigentlich so an quer statt längs, aber okay. Das war mir fast klar, aber du machst dann natürlich solche Aussagen immer, ne? Weil ich davon ausgehe, dass ich noch so einen Menschenverstand, um zu wissen, was ich meine. Den haben wir auch. Also aber ihr setzt ihn nicht ein, das ist das Problem. Ich habe ihn auch eingesetzt, aber ich habe ihn bewusst ignoriert. Beziehungsweise bewusst überschrieben. Mit einer viel besseren Idee. Und darum können wir keine schönen Dinge haben. Die Gauss wird blöd. Ich weiß, das war ja nur ein Notkauf. Okay. Also der Blitzturm, der ist aber nicht mehr in. Ja, okay, in Amp ist er. In Amp ist er ja eben und Feuerleit braucht er eigentlich nicht. Das, da hatten wir dieses genau dieses Gespräch nicht letztens erst. Ja. Ja. Hatten wir nicht genau letztens auch erst dieses Gespräch, dass das ziemlich egal ist? Ja. Nein. Also ich baue jetzt mal ein zweite Gauss. Zweite? Meinst du hier dritte? Das ist eine dritte dann. Warum haben wir schon zwei Gauss? Ja. Weil du schon vor einer ganzen Weile gesagt hast, dass du genau das was auch getan hast. Ach, und ihr habt die nicht wieder abgebaut? Nee. Was? Weil du hast das gesetzt, eine Sekunde bevor das Zeitlimit vorbei war.
Eben. Danach war eine Runde. Ach so. Aber gut, dass du so ein langes Gedächtnis hast. Ja, ihr kennt mich doch, ey. Deswegen. Unaufmerksam. Nicht unaufmerksam, einfach schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Unaufmerksam. Beziehungsweise schlechtes Kurzzeitgedächtnis für Sachen, die irrelevant sind. Ich teste mal ganz aus. Also deine Definition von Relevanz ist doch ziemlich... Nein, ich muss es bloß immer dazu... Ja, ich muss es bloß immer dazu sagen, weil im Programmieren braucht man auch ein gutes Kurzzeitgedächtnis. Und da habe ich es komischerweise. Aber ansonsten habe ich es nicht. Kann ich mir wirklich Kurzzeitgedächtnis, das ist einfach heißt, nur noch stummes Auswendiglernen. Das Kurzzeitgedächtnis ist nur für abstrakte und irreale Dinge gut. Das kann gut sein, ja. Keine Ahnung. Ich hab einen super Spot. Wer will noch was bauen? Und okay. Ja, niemand. Nebenbei 16 vor 15 Türmen? Okay. Nee, die das. Ja, weil der noch gefallen ist, ich hab's gesehen. Gehört. Einfach alles in die Gauss rein. In die Amp. Ja, wenn die Gauss schon voll ist, in die Amp, ja. Gibt keine Gauss mehr. Oh. Zwei. Okay, wer geht wohin? Bin hier oben. Spucker. Bin ich. Jo, Spucker. Sind wir alle bei den Spuckern? Ja. Ja, warum ich meine, die Viecher. Okay, I'm ready. Ich mag meinen Ort übrigens hier unten. Oben. Da direkt fährst über du dir. Gleich runter. Ach, da. Ich fahr hier auch gleich runter. Das ist trotzdem witzig. Vor allem, weil die ganzen Spuckerviecher hier nicht hochschieben. Nein, ich möchte zertrampelt werden. Hey, I'm up. Bist du immer noch nicht runtergefallen? Wir wollen ihn auch, ich bin ja an der Wand. Der Rückstoß, der hat sich nur an der Wand gepusht. Der ist auch wieder ein Fliegen gesprungen. Easy. Alles easy. Kann noch ja. Drei! Was? Wow. Drei! Einfach nur wow. Was? Drei Kolossi. Kolossi? Kolossis? Kolossi. Kolosse. Oder Kolosse, gut, geht auch. Kolossus ist zwei. Drei Klöße. Ach ja, übrigens, der riesen Fettsack ist wieder da, ne? Der glotzt uns gerade an. Wo ist der riesen Fettsack hier? Ach da. Westlich. Ah ja. Der war vorhin nicht da. Aber warum glotzt uns der nur an? Wahrscheinlich haben wir zu lange gebraucht und deine Animation ist einfach ausgelaufen. Mann, das muss doch was mit der Story zu tun haben und nicht mit Animation. Ich fand meine Idee aber witziger. Du nicht? Irgendwie nicht so wirklich. So, nein, wir machen das nicht hier weiter, sondern wir sollten unsere restlichen... Okay, ich sollte mal das Ding weiter noch verwenden, dass hier ein bisschen was Kolossus-Sicherheit zu machen. Klo-Sicherheit! Klo, ja, Klo-Sicherheit. Sagen wir so, theoretisch haben wir... Bedienungsanleitung. Ich habe meinen Phönix nicht mehr dabei, das heißt, ich kann eigentlich nicht mehr vernünftig als Fleischschild agieren. Ja, toll. Also bitte, ist er nur noch ich oder wie? Oh, warte. Ja, okay. Nee, ich wusste nicht, dass wir jetzt drei Kolossus-Teile besiegen müssen. Okay, und wir haben noch zwei schwere Kampfläufer nebenbei und 20 Spucker. Wusste ja keiner. Markus, du hast noch Punkte übrigens. Ja, voll plus hier auch. Ah, ja. 20 Spucker noch dazu und zwei Kolosse. Zwei kleine Viecher da. Es kann Spaß werden.